Hallo Hans, Credit Suisse ist die Bank, die wir nicht dürfen zu den Augen aus verlieren. Die hat vor zwei Wochen gross angekündigt, die neue Strategie präsentiert. Was haltest du von der? Also ich sage jetzt, was ich von deinem Kommentar halte. Oder? Du hast geschrieben, das Ende der Credit Suisse, das war am 4. November. Oder? Und, ja, ich würde da ein bisschen dagegen haben. Die Bank ist sicher noch nicht am Ende. Und du hast ja kritisiert, ist nichts Radikales. Oder? Du hättest gerne, irgendwie, dass sie sagen, wir machen das Investmentbanking zu oder wir verkaufen das Asset Management oder wir entlöhnen den Herrn Gottstein. Das wären so die drei Themen gewesen. Und ein bisschen Recht hat die natürlich Börse gegeben. Börse ist im Zusammenhang mit der Präsentation von der sogenannten neuen Strategie, die eben nicht so neu ist, hat auch bei 5% nachgegeben. Also am Tag von der Zahlen ja, sind noch die dritte Quartalszahl gekommen und in der Regel hast du dann eigentlich ein bisschen Rückenwind von den Märkten. Ja, also ja, und jetzt auch von der gefunden, Strategie das her. Das ist jetzt gerade ein bisschen nichts, oder? Das war ein bisschen die Reaktion von den Märkten, okay? Also die Märkte waren ein bisschen auf deiner Schiene gewesen, aber ich glaube, es geht eben nicht einfach darum zu sagen, was müsste die Bank machen, sondern auch wann. Oder? Das Dümmste, was sie hätte können machen. Ich habe mir mal überlegt, was wäre dann das Dümmste. Das Dümmste wäre, wenn sie grosse Änderungen angekündigt hätte. Ich sage, der Herr Gottstein geht jetzt in Pension oder geht jetzt nur noch Golf spielen und das Asset Management, das verschenken wir. Und das Investment- nicht verschenken, von dem redet ja niemand. Oder? Aber vielleicht ist aber ja, aber ich sage ja, ich sage ja nichts, ich muss da noch gleich ein bisschen zur Ehrenrettung schreiten. Also, ich meine, wer bin ich? Was kann ich da sagen zu Asset Management? Verkaufen, nicht verkaufen? Der Punkt ist einfach, du musst einen Plan haben. Einen Plan. Und der kann ja nicht von irgendeinem Außenstehenden kommen. Der muss vom Paradeplatz kommen. Ein Plan. Aber ja, nicht einfach in Kosmetik. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, was. Sondern es geht sehr viel auch darum, wann. Oder? Nehmen wir jetzt das Beispiel vom CEO. Vielleicht ist der Herr Gottstein der Gute oder vielleicht ist der Falsche, das kann ich mir nicht beurteilen. Aber wenn ich heute sage, der Herr Gottstein ist der Falsche, dann habe ich morgen am Morgen keinen CEO mehr. Wieso nicht? Du kannst ja einen vorher holen. Du musst ja noch einen haben, wenn du dich trennen willst vom jetzigen. Das natürlich schon. Ja, aber es geht doch nicht darum, ob ich jetzt Papaya kaufen kann oder nicht. Ich meine, ein CEO von der Bank sollte ja wenn möglich aus dieser Bank selber rauskommen. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Ich denke einfach, das Schlimmste wäre gewesen, wenn sie grosse Ankündigungen gemacht hätten, also wie du so gerne gehabt hättest, wo vielleicht die Börse auch plus 5% gemacht hat. Und 14 Tage später hat man gesehen, die können das gar nicht. Ja, aber sie haben ja jetzt Zeit gehabt. Entschuldigung, der Herr Antonio Orta Osorio. Orio. Osorio, ja. Ja, also ja. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt mittlerweile. Sir, ja, der Sir, ja. Was auch immer. Der ist jetzt eigentlich irgendwo bald einmal ein Jahr im Kopf beschäftigen mit der CS und seit dem April ist er wirklich der, der auf der Brücke oben ist. Ja, aber was hat er denn jetzt gemacht die ganze Zeit? Ich meine, jetzt haben wir dann Dezember. Ja, aber der weiss ja vielleicht, was er machen will. Aber wenn der Moment falsch ist, dann darf er doch nicht sagen, was er machen will. Nehmen wir jetzt mal an, er will das Asset Management mit einer anderen Bank in Gemeinschaftslösung hineinbringen. Das ist so etwas, was diskutiert wird. Dann kann er doch das jetzt nicht sagen, wie wenn er es jetzt sagt. Dann werden die anderen Banken denken, ja, der muss jetzt liefern, also kommen wir dann günstiger weg und er kommt ungünstig. Gut, also gut und will Weile haben, aber okay, fair enough. Also, und er darf kein natürlich, gut, also das, sonst wäre er ja einfach wirklich nicht befähigt für den Job. Genau. Aber ich meine, wie viel Zeit darf es dann sein bei dieser CS? Der Aktienkurs ist dann eben wieder unter 10 Franken gefallen, nach dieser Präsentation. Ja. Das war ein Misstrauenssignal. Okay, oh, das kann sich wieder ändern. Ist sowieso nicht wert. Ja. Eben genau, aber, das ist auch, aber du musst ja wieder einen Wert in die Bank hineinbringen. Das ist doch der Punkt. Und darum, am Ende, wenn man nicht sieht, dass da Leute am Werk sind, die mit einem klaren Willen und eben vielleicht auch Plan, auch wenn sie jetzt noch nicht offengelegt haben sollten, eine Zukunftsoption entwickeln. Das sieht man einfach nicht. Du musst doch irgendwie auch Mut machen den Leuten. Du musst doch irgendwie eine Story erzählen. Also es geht ja nicht um die Aktionäre. Ich denke, es geht um drei. In dieser Reihenfolge nicht von der Wichtigkeit, aber von der Dringlichkeit. Das Wichtigste, das sind die eigenen Angestellten. Das sind ja wirklich die Leidenden und denen muss man eine Perspektive geben. Das Zweitwichtigste, das sind, natürlich sind es die Wichtigsten langfristig, das sind Kunden. Die Botschaft an die Kunden. Und die Aktionäre, die haben sowieso verloren, oder jetzt? Also, da kannst du auch noch ein bisschen
liegen lassen. Jeder, der Aktien kauft, ist selber schuld. Aber wenn du bei der Credit Suisse schaffst und dich identifizierst oder Kunde bist bei der Credit Suisse, wenn ich ja bin und ich bin ein zufriedener Kunde, dann möchte ich gerne ein Signal an die Angestellten und an Kunden. Hast du völlig recht. Das ist gut gesagt. Okay. Lassen wir mal das mit den Investoren auf der Seite. Ja. Das Herz schlägt jetzt da für die anderen. Absolut richtig. Aber was war denn jetzt die Botschaft gewesen, vor zwei Wochen vom Herrn Orta und vom Herrn Gottstein an die beiden Gruppen, nämlich die 50'000 Mitarbeiter weltweit, von irgendwie 17'000 in der Schweiz, und an die Kunden Millionen. Was ist denn jetzt? Hast du verstanden, die Botschaft? Nein, Ausser dass wir noch nicht so weit sind. Genau. Nein, ich habe sie nicht verstanden. Aber er muss ja nicht jetzt geben. Ich denke, wenn wir in einem Jahr gleich weit sind wie jetzt, dann könnte ja vielleicht der Osorio und der Gottstein gleichzeitig auswechseln. Aber das wäre ein Wahnsinn. Ich glaube, es geht nicht mehr. Das ist irgendwie gelaufen. Darum auch ein bisschen die Headline. Jetzt oder nie. Einen Plan haben, wenn du keinen hast, dann kannst du nicht darüber reden. Oder vielleicht, was auch immer Gründe dahinter sind. Aber dann ist einfach mit der CS etwas los. Dann wird sie am Schluss aufgehen in einem grösseren Verbund oder keine Ahnung. Eine CS ist nicht ein Flying Dutchman oder ein Star für Zegler, wo ich so machen kann, jetzt muss ich den Kurs wechseln und so, sondern das ist vielleicht nicht gerade ein Flugzeugträger, aber das ist ein schweres, grosses Schiff, das mal fährt. Und wenn ich da wilde Ankündigungen mache und ich kann es aber in absehbarer Zeit nicht realisieren, ist das nicht besonders smart. Aber also, du fragst jetzt wann, ja. Jetzt ist Ende November 2021. In 12 Monaten werden wir es wissen.